Moin Leute, wir schauen uns heute an, wie man so einen Kampfsportgürtel eigentlich richtig bindet. Und zwar auf die schnellste Art und Weise. Dafür nehmen wir als erstes die beiden Enden des Gürtels direkt aneinander und sorgen dafür, dass der Rest ohne Verdrehungen beieinander liegt. Dann legen wir das Ganze um die Hüfte. Hier angekommen haben wir einmal das Ende mit der Schlaufe und das offene Ende. Wir können hier noch einmal unseren Anzug richten, dass der so liegt, wie wir wollen. Und sorgen dann dafür, dass wir die beiden Enden zusammenführen. Dafür nehmen wir das offene Ende und führen es hier einfach einmal durch die Schlaufe durch und ziehen unseren Gürtel so fest, wie wir ihn haben wollen. Das untere der beiden Enden nehmen wir jetzt unter dem Knoten drunter her, dass es einmal direkt vor unserem Kiefer läuft. Und das haben wir jetzt hier oben. Damit es den Weg nicht versperrt, packe ich es einmal kurz hier oben in den Anzug rein. Wir haben jetzt das andere Ende und führen das hier vorne in die Lücke zwischen die beiden Gürtel hinein. Jetzt nehmen wir hier das Stück wieder raus, durch die entstandene Schlaufe, auch wieder zwischen die beiden Gürtelenden und ziehen langsam den Gürtel fest und haben direkt einen perfekten Gürtelknoten. Das war eine wunderbar schnelle Art und Weise, seinen Gürtel zusammenzuknoten. Auf unserem Kanal findet ihr noch viele weitere Videos, die euch auf eurer Reise im Kampfsport behilflich sein können. Egal, ob es um Techniktraining geht oder Kraftausdauertraining, da findet jeder von euch sicherlich noch ein interessantes Video. Abonniert uns auch gerne, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, was Kampfsport angeht. Viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!